Moin Moin, du bist im Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und herzlich willkommen zum mittlerweile 12. Flottendreier. Die Reihe, in der ich euch drei günstige und praktische Ausrüstungsgegenstände in kurzer Zeit vorstelle. Viel Spaß mit dem Video. Beginnen wir mit einem Messer, das ich mir neu zugelegt habe. Ein Klappmesser der Marke Ganzo, das Firebird F7611. Es hat eine bauchige Klinge und einen krummen Griff, das gefällt mir sehr. Bei einem Gewicht von 122 Gramm hat es die gefaltete Größe von 11,5 cm und entfaltete Größe von 20,5 cm. Die Klingenlänge beträgt 8,7 cm und der Griff ist aus GC-Material. Das Messer verfügt über ein Access Lock und ist einhändig zu öffnen. Es fällt somit unter das Führungsverbot. Es ist in drei Farben erhältlich: ein helles Armeegrün, Schwarz und Camouflage. Bis jetzt hatte ich viel Spaß mit dem Messer. Der Klappmechanismus lädt zum Spielen ein und die Klinge kommt sehr scharf, wenn auch nicht perfekt scharf daher. Alle Arbeiten, die erledigt werden sollen, waren bis jetzt kein Problem. Sogar Batonen habe ich damit ausprobiert. Dazu kommt bald ein kleines Video für euch. Das Messer ist für 17 Euro von Gearbest aus China oder für 36 Euro direkt von Amazon zu beziehen. Beide Links findet ihr in der Beschreibung. Als zweites heute mein neues Tarp für den komfortablen Aufenthalt. Ein günstiges Angebot von 23 Euro für ein 3x3 Meter Tarp bei einem Gewicht von 700 Gramm ohne Zubehör. Ich habe es bereits einige Male benutzt und aufgebaut und bis jetzt bin ich zufrieden. Im Zubehör befindet sich eine kleine Tasche sowie 6 Aluheringe und 6x Olivschnur zum Abspannen. Die Unterseite ist beschichtet, ob das etwas bringt, kann ich nicht beurteilen, aber zumindest macht es eine Oben-Unten-Identifikation leichter. Das Tarp hat an 8 Abspannpunkten jeweils eine Schlaufe, die mehrfach vernäht ist. Ob dieses Tarp bei dem Preis am jahrelangen Testen meinerseits standhält, werden wir sehen. Bis jetzt überzeugt es mich mit seinem Preis-Leistungs-Verhältnis. Fällt mir etwas Negatives auf, informiere ich euch natürlich. Als letztes ein kleines Gimmick, das mir auf dem letzten Bushcraft-Treffen geschenkt wurde. Danke dafür, ein Trangierhalter, der wenig wiegt und kaum Platz wegnimmt. Das Prinzip ist einfach. Ein ausklappbares Kreuz mit Auffanghalterung für den Trangier und Abstellplatz für die Tasse oder den Topf. Davon gibt es mehrere Modelle. Das von Tatonka für 12 Euro habe ich euch verlinkt und ebenfalls das Komplettset für denselben Preis bei Gearbest dort mit Trangier und der Halterung. Einfach eine kleine praktische Lösung für unterwegs, um sich beim Bushcraften was zu kochen oder seinen Tee warm zu machen. Ich hoffe, der 12. Flotte Dreier hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du keinen Flottendreier mehr und wir sehen uns dann bei den nächsten. Bis dahin, tschüss, tschüss.